In der Luftsicherheitskontrolle des Flughafens Leipzig-Halle wurde am Mittwochvormittag eine Familie aufgehalten, da die Mitarbeiter eine Pistole in ihrem Handgepäck entdeckten. Wie die Bundespolizeiinspektion Leipzig mitteilt, habe sich jedoch schnell herausgestellt, dass es sich um eine täuschend echt aussehende Spielzeugpistole des Kindes handelte. Daher hat die Bundespolizei nach eigenen Angaben die Pistole eingezogen und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Verstoßes gegen das Luftsicherheitsgesetz eingeleitet. Trotz der Verzögerung habe die Familie ihren Flug zum türkischen Ferienort Antalya noch rechtzeitig erreichen können. Die Polizei warnt vor ähnlichen Fällen, wonach immer wieder gefährliche Gegenstände und Spielzeugwaffen, die wie echte Waffen aussehen, bei Kontrollen entdeckt werden. Insbesondere bei Kindern empfiehlt die Bundespolizei, das Gepäck vor der Fahrt zum Flughafen noch einmal zu überprüfen, um solche Situationen zu vermeiden.